Hallo, ich möchte in diesem kleinen Video zeigen, wie man über eine Excel-Liste Teile in HiCard steuern kann. Das heißt, egal ob ich hier eine Baugruppe habe oder nur einzelne Teile, kann ich die Sachen immer über Excel-Listen steuern. Das Wichtigste hierbei ist einfach, dass HiCard in der gleichen Bitanzahl wie Excel auflegt. Das heißt, zum Beispiel, wenn man HiCard 2013 in 64-Bit hat, muss man auch Office in 64-Bit haben. So, es gibt da natürlich auch schon Beispiele drinnen in HiCard und HiCard-Szenen gibt es hier unter Beispiele, zum Beispiel Geländer. Das wäre jetzt eine Baugruppe. Das ist einfach nur eine parametrisierte Datei oder Baugruppe. Und wenn ich hier im selben Ordner nachschaue, also Szenen-Example, gibt es hier auch eine Railing, sind natürlich im Beispiel, das heißt im Geländer, diese Liste. Das heißt, wenn ich hier diese Werte nehme und auf den ersten gehe, kann ich sagen, Variante berechnen und dann wird mir hier die neue Variante durchgerechnet. Das heißt, auch wenn ich hier zum Beispiel statt 68 1500 nehme und die Variante durchberechne, habe ich hier dann die neue Berechnung. Und ich möchte einfach mal auf einem einfachen Teil zeigen, wie man zu so etwas kommt. Das heißt, ich schließe jetzt einfach mal alles. Auch das Geländer. So. Ich mache das einfach mit einem Kantblech. Nehme einfach ein Kantblech her. So. Ich möchte hier einfach das mit Variablen belegen. Die Variablen dürfen aber nicht länger als vier Buchstaben haben. Das heißt, ich sage von mir aus LA für Länge. Und hier BE für Breite. Oder BR Breite. So. Diese Variablen habe ich hier dann automatisch hier drinnen. Ich mache dann noch Klaschen dazu. Das heißt, ich kann die gleich alle um. 25 Millimeter wie Winkel 90. Nach unten zum Beispiel. So. Was ich jetzt noch machen muss, ist, dass ich die Werte dann auch eintrage. Das heißt, die Variablen. Ich möchte natürlich bei den Laschen, die möchte ich alle dann über Länge und Winkel ändern können, zum Beispiel in diesem Fall. Das heißt, ich soll jetzt einfach L für Länge Lasche, die soll 20 sein, und Winkel. Das heißt LL und Winkel. Oder W und W. Das muss ich jetzt überall eingeben noch. LL und W. Wie die Variablen in dem Fall eigentlich heißen, ist komplett egal. So, das reicht mir jetzt. So, jetzt sage ich, das muss ich das auch dann abspeichern. Dafür mache ich mir einen Ordner. Das ist jetzt einfach ein Blech. Wie der Ordner heißt, ist komplett egal. Nur die Datei, also die Excel-Datei und die HiCard-Szene müssen im gleichen Ordner sein und müssen aber auch gleich heißen. Das heißt, Blech, ich sage jetzt einfach Blech. Und ich hole mir diese Excel-Liste, Geländer, raus und kopiere sie hier rein. Benenne die gleich um, damit sie gleich heißen. So, jetzt habe ich zum einen diese Datei und die Excel-Datei. So, jetzt kann ich natürlich noch nichts damit anfangen. Es gibt in dieser Excel-Datei gibt es natürlich auch eine kleine Beschreibung, wie das aufbewahrt oder gemacht werden muss. So, jetzt muss der Name des Teiles, also der Teilename, ist dieser Wert, der muss hier drinnen stehen. Die brauchen wir eigentlich nicht, weil wir jetzt ja eh nur ein einzelnes Blech drinnen haben. Und hier müssen dann die Variablen stehen. Das heißt, wir haben ja hier diese Variablen vergeben. Das heißt einmal PR, dann haben wir einmal LA, LL und
W für den Winkel. Das brauchen wir nicht. So, kann hier dann gleich die Werte eingeben. Länge 120 und der Winkel, sagen wir mal, 45. So, das heißt, ich muss hier in der ersten Spalte mit dem Cursor stehen und dann kann ich die Variante berechnen lassen. Der hat mir das jetzt zum Beispiel hier dann schon berechnet. Oder ich möchte hier 90 haben, 150, 150, 350. So kann ich dann meine Werte auf schnelle Art und Weise dann ändern. Und in dieser Excel-Liste kann ich natürlich, wenn ich dann verschiedene Namen habe, kann ich natürlich das, die Varianten dann runterkopieren und dann macht man das alles dann auch runter. Und so hat man dann auf einfache Art und Weise die Sachen dann erstellt.